Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stando Gaming und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde House Flipper. Und ich würde sagen, wir gehen auch direkt hier mal rein und gucken, was wir so machen können. Schließen hier natürlich schön die Tür. Das ist nämlich gut. So, gehen dann hier rein und schließen das hier auch einmal so. Können wir hier mal an den Laptop gehen und gucken uns mal die Mails an. So, Archiv habe ich jetzt hier alles. Alles zu 100%. Ich weiß gar nicht, gibt es nach diesen Aufgaben hier eigentlich noch was von House Flipper? Ich denke mal nicht, weil ich habe ja fast alles durchgespielt. So, wir machen auf jeden Fall den Demo HGTV DLC. Schaffen wir etwas Abwechslung. Guten Tag, ich schreibe dir bezüglich einer Hausrenovierung. Unsere Kinder sind groß geworden und brauchen einen neuen Spielbereich. Unser Schlafzimmer muss auch renoviert werden. Außerdem würde ich dich bitten, ein paar kleine Dinge am Haus zu reparieren. Mit freundlichen Grüßen, Ralf Sandra Sanders. Okay, machen wir doch. Apropos Haus, Leute. Ich habe ein Haus gefunden, tatsächlich in Hamburg, ne? Also ich will ja nach Hamburg ziehen. Und könnte mir dort ein Haus auch kaufen, ne? Also praktisch dann auch bezahlen, so. Also normal kann man kein Haus kaufen, das funktioniert nicht. Aber der Preis, um das abzubezahlen, ist genauso viel, als wenn ich mir eine Wohnung hole. Also kann ich doch lieber ein Haus kaufen, was dann auch größer ist, als eine Wohnung, die halt kleiner ist. Versteht ihr, wie ich meine? Also, wäre auf jeden Fall schlau. Boah, das sieht auch geil aus. Junge. Muss ich hier irgendwo unten was reparieren? Nö, ich gehe jetzt hier mal durch alle Räume rein. Küche, nö. 10 Quadratmeter, das ist 24 Quadratmeter. Alles klar, also müssen wir hier hoch. Badezimmer, nö. Aha, hier, Schlafzimmer. Aber wo sind das Kinderzimmer? Ach, das ist das Kinderzimmer. Und hier? Das ist ja cool. Einfach so ein Raum in einem Raum. Ihr wisst, was ich meine. Okay, verkaufen wir das hier doch mal alles. So. Mit dem Schmutz. Wir spielen keinen Diebstahl-Simulator. Entschuldigung, du Model. Gegenstand verkaufen. Bonus Teddybär und das auch noch eins. So. Streiche mit dem Farben Amethyst. Oh. Soll ich nur mit dem streichen? Okay. So. Falsch. Achso, apropos das. Will ich eigentlich Verbesserungen? Aha. Okay. Also das ist das Zimmer, aber was ist dann das Schlafzimmer? Also ich habe das ja jetzt nicht gefunden, ne? Aber egal. Also wenn ich mir ein Haus holen würde, würde ich es tatsächlich einfach finanzieren dort, weil das ist günstiger. Beziehungsweise genauso teuer, als wenn ich mir nur eine Wohnung miete. Außerdem sind die Häuser ja relativ immer außerhalb. Das ist auch ganz geil. Ein bisschen nicht so direkt in der Stadt. Versteht ihr, wie ich meine? Ist eigentlich auch nice. Und zwei Garagen gibt es dann da auch. Nee, aber sonst will... Also, kann ich ja gerne mal sagen, aber ich würde mir eher ein Haus kaufen praktisch, dann monatlich 1000 irgendwas da abbezahlen und dann da einziehen, das Haus dann kaufen, dann wäre das ja irgendwann mal ja, dann gehört mir das, dann könnte ich das praktisch auch wieder verkaufen, wenn ich das nicht haben will, aber ich denke mal schon, dass ich dann da die ganze Zeit drin wohnen werde, so, aber ist doch geiler, sich das zu kaufen,
Anstatt eine Wohnung zu mieten, die genauso den Preis hat, so. Und du hast es vor allen Dingen noch klein, diese Wohnung dann, ne? Das Haus ist ja viel größer. Ich weiß gar nicht, wie viel Zimmer das hat. Fünf oder, ja, doch, fünf, glaube ich. Also, will man mehr. So. Naja. Ich denke, ihr wisst so ungefähr, was ich auch damit meine. So. Denke schon, dass ich das mache. So, ich muss das ja montieren. Wäre schon geil. Vielleicht würde ich dann auch dann so ein bisschen so ein Video draus machen. Wie ich das Haus besichtige jetzt nicht, aber wie ich dann das Haus ja einrichte. Wenn das Haus überhaupt noch da ist, bis dahin, ne? Weiß. Könnte auch sein, dass das Haus gar nicht mehr dann da ist. Wäre natürlich schade. Wenn ich dann mit der Ausbildung fertig bin, will ich aber auch so schnell wie möglich weg. So. Gegenstand kaufen. Kommt schon hier in diese Mitte. Sieht doch geil aus, wenn es so in der Mitte ist. Was ist das für ein Nachttisch? Also manchmal frage ich mich, was sie hier alles holen wollen. Oder wer hat das in seinem Haus? Junge. Aber es ist echt schlauer, sich ein Haus zu kaufen, anstatt zu mieten, sich eine Wohnung zu mieten. Ja. Konzeptänderung. Da die Kinder jetzt aus unserem Schlafzimmer ausziehen und die eigenen Zimmer bekommen, wollen wir den Raum umgestalten. Sorgen wir doch für etwas Abwechslung. Das Schlafzimmer ist zu klein für einen so großen Raum. Hier kann man auf jeden Fall noch etwas Schönes unterbringen. Ein Schlafzimmer um eine Ruhe-Oase in einem die perfekten Kombination, die es hier jetzt recht macht. Hier abseits der Kinderzimmer ein Büro hinzufügen, könnte die perfekte Lösung sein, um ganz in Ruhe arbeiten zu können. Ja. Gegenstand kaufen. Schminktisch. Das war aber jetzt nicht davon die Rede. Na, also wisst ihr, was ich meine? Kann man sich lieber ein Haus kaufen und das würde ich wahrscheinlich machen. Nach der Ausbildung leider erst. Wenn ich könnte, würde ich schon direkt umziehen. So ist es nicht. Aber leider geht das nicht so einfach, ne? Ich hoffe mal, das Haus ist dann nicht weg. Da muss ich wieder ein neues suchen. Also ich will ja schon eigentlich welche mit Garagen. Weil ich nicht will, dass man mein Auto dann draußen, weil nicht, dass mein Auto dann draußen steht. Pack das jetzt vor die Fenster, ist mir egal. Ist mir egal. Egal. So. So. Ein Tisch. Kommt mitten hier im Raum. Ach so, das ist ja für das Büro, ne? Eventuell wird auch mein Zimmer hier wieder ein bisschen umgeräumt. Muss ich dann aber mal gucken. Wie das, ob das passiert, weil ich bald einen neuen Schrank krieg. Weil den ich jetzt habe, der ist einfach Schmutz. Ja, und dann kriege ich eventuell einen neuen. Und dann kann man das halt perfekt neu umstellen auch. Aber mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Was gibt's denn hier alles, ey? Das passt doch gar nicht auf den Tisch drauf, so klein wie das Ding ist. So, das kommt dahin. Die Pflanze. Wo packen wir die Pflanze hin? Ich würde sagen, hier hin, oder? Was meint ihr? Ja, wobei, das passt nicht hin. Ja, hier in die Ecke. Da ist eh nichts. So. Kann man das denn nicht draufpacken eigentlich?
Ja, es war extra dafür, glaube ich, gemacht. Okay, dann noch eine Mini-Pflanze. Die packen wir ja auf den Schminktisch. Und einen Teppich. Ja, der kommt natürlich hier hin. So. Okay, dann haben wir das jetzt auf jeden Fall fertig. Hier ist nix. Okay. Das hier ist aber jetzt nur das Badezimmer, ne? Ja. Ist denn hier bitte schön das Schlaf... das... Was soll ich denn jetzt hier noch machen? Ach, hier. Ne, das ist die Garage. Dann hier. Ne, das ist die Haustür. Garage, da muss ich nichts machen. Was ist das hier für eine Tür? Aha. Das ist das Büro. Ja, mache ich gleich. Da kaufe ich erstmal alles. Jetzt haben die ja ein... Zwei Büros, das ergibt ja absolut gar keinen Sinn. Oder was ist das? Okay, so, benutzen. Ein geteiltes Schlafzimmer schafft mehr Platz und wir getrennte Schlafzimmer bieten wir mehr. Nein. Das hier natürlich. Ihr wohnt doch zusammen. Grün. Also ich muss ja sagen, wenn ich mir ein Haus, also wenn ich dieses Haus mir holen würde, wären alle Wände nur weiß. Weil ich möchte es so modern haben. Wenn ihr versteht. Und ja, wäre eigentlich nice. So. Boah, meine Nase, ey, die kitzelt die ganze Zeit. So. Ist ja kacke hier zum Streichen, ey. Na, ich freue mich schon, wenn ich irgendwann alleine wohne. Wird geil. Ziemlich geil, muss ich sagen. So. Ach, jetzt habe ich das gelöscht. Mann. So eine ganz schmale brauche ich einmal. Oder die sind ja wirklich klein. So. Frag mich, was sie sich bei der Tapete davor gedacht haben, ey. Sieht ja maximal behindert aus. Muss ich ehrlich so sagen. Haben die sich denn bei dieser Dings gedacht, ey? Damit. Okay. So. Kleiderschrank. Zack. Zack. Ja, das kommt natürlich daneben. Heilige, ist das riesig. Kommt hier so in die Ecke. Dahin, so. Keine Ahnung, was das sein soll. Deswegen stelle ich es einfach mal dahin. Hier auch. Das Nachttisch sein? Nee. Ist schon ein Büro. Junge, wie viele Büros wollen die denn haben, ey? Sag mal. Eins und da hinten eins, so. Wir müssen ja auch Kohle haben hier, wenn die 100 Millionen Büros haben wollen. So.
Dein Budget wird bald aufgebraucht sein. Ja, ich habe doch eh nur noch zwei Sachen. So, ja Leute, 100% erledigt. Dann würde ich sagen, das war's auch mit dem Video. Hier steht noch was, das lese ich euch jetzt noch vor. Gute Arbeit, Flipper. Dein Projekt ist großartig geworden. Was hältst du von einer eigenen TV-Serie auf HGTV? Oha. Renoviere so, wie du es willst. Wie wäre es mit einem Strandhaus? Das Design ist dir überlassen. Du bist der Start. Die Vorher-Nachher-Fotos zeigen. Das Ergebnis schau dir an, was es Neues gibt mit HGTV DLC. In diesem Beruf präsentierte neue Funktionen sind nur im DLC verfügbar. Alles klar. Ja, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei. Der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut auch bei den anderen Links vorbei. Die sind auch alle da unten verlinkt. Schaut einfach vorbei. Ja. Aktiviert die Glocke, damit ihr halt, wie gesagt, kein Video verpasst. Würde mich sehr freuen. Abonniert den Kanal, damit ihr euch die 500 Abonnenten erreiche. Das ist nämlich mein neues Ziel gewesen. Ist mein neues Ziel, ihr wisst. Ja, habt einen traumhaften Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao. Feeling the show and